streichen die komplett. So, zwei Holztüren. Was wollte ich noch? Also was fehlte denn noch? Bett fehlt. Zwei. Zwei Betten fehlen noch. Also Leute, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, zack. So. 1, 2, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ach. So. Und zwei Betten. Perfektulös. Multi-perfekt. So. Das ist unsymmetrisch, verdammt. Oder? Ah, ne. Passt doch. Eben die Umrandung nicht gesehen. Aus diesem Grund ist das jetzt noch nicht an der Wand. So. Erstmal pennen, nom nom nom. Auf die Tür. Perfekt. Und die Tür nicht richtig einordnen. Ah. Ich hasse es. Bing. Zack. Schön. Hier kann ich so lassen. Jetzt erstmal nach oben stratzen. Sieht schon nett aus, ne? Das ist richtig einladend. Da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Genau wie hier, das mit der Holzdecke sieht einfach perfekt aus. Passt auch zum Rest des Mobiliars. Und ja. Hier mache ich das jetzt aber endlich. Gleich mal die richtigen Treppen hin. Und hier kommt jetzt das Bett so hin. Naja, legt man sich so hin. Ja, schöne Aussicht. Sollte ich vielleicht noch ein paar Bäume pflanzen und ein paar Blumen? Ja, sollte ich eigentlich jetzt sofort machen. Ein bisschen Terraform und so. Knochen haben wir genug. Kann man Bäume hier mitmachen. Dann machen wir wieder hohes Gras zu pflanzen. Das sieht alles so gerade so ein bisschen kahl aus. Kahl! Sieht das aus? Eichensetzling und Fichten. Eichen. Warum haben wir nur vier davon? Meine Güte. Hier könnte man eigentlich sogar mit Pistons arbeiten, ne? So links und rechts so Pistons. Oh, das wäre so geil. Dass das so versteckt ist und man erst irgendwie so einen Schalter aktivieren muss. Alter, das werde ich gleich mal machen. So, einfach mal so ein bisschen setzen. Die Setzlinge. Vielleicht ein bisschen Knochenmehl machen. Und dann besser auch den Setzling gleich mal. Nein, ich bin gefangen. Besser auch gleich bei den Setzlingen. Die Setzlinge. Wachsen lassen. Damit man schon mal ein bisschen gute Aussicht hat. Und am besten gleich nochmal das Lied weitermachen, weil der wieder Gelaber kommt. Mhm. Ah, hier hätte ich auch gleich noch zwei Türen nehmen können. Verdammt. Ja, ja, mach ich noch, mach ich noch. Und diese Musik erinnert mich ganz schön an den Schokobo. Lied. Naja. Deswegen habe ich das Lied übrigens reingenommen. Habe ich Erde. Ich habe Erde. Das hier wollte ich schon lange machen. Enderman. Huch. Warum sitze ich da wieder hin? So, den Berg hier noch ein bisschen. So, hier so hin, ne? Perfekt. Was wollte ich jetzt noch machen? Die Holztreppen da. Ach, die Pistons, genau. Ah, verdammt, jetzt habe ich das Rezeptbuch nicht mehr mit dem, das mir sagen kann, wie die gehen.
Vielleicht hätte ich dann auch einfach die Wiki aufmachen können, aber auf die Idee komme ich ja nicht. Ich weiß, dass ich Cobblestones brauche. Und Holz. Und Eisen. Und Redstone. Den Redstone kriege ich sowieso von hier, also von daher wollen wir mal gucken. Wird schon reichen. Eisen habe ich gerade dabei. Kobbel auch, nur kein Holz. Ja, ich glaube, ich klettere trotzdem noch mal kurz hoch. Spider-Man! Schön. Und der Himmel, der ist manchmal so ein bisschen verkrieselt. Das liegt, glaube ich, aber an der Höhe. Man sieht auch die oben an den Ecken. Oh. Ist auch manchmal so ein bisschen dunkel. Entweder liegt das am Texture Pack oder wirklich an der Höhe. Was ja eigentlich gar nicht so toll ist. Naja. Lassen wir das einfach jetzt erstmal außen vor. Komm schon. Schon wieder Zelda. Sogar die Sticky Pistons. Dafür brauche ich Schleim. Ja, gute Idee, aber eine Ausführung mangelhaft. Nee, von oben kann ich den nicht machen. Und seitlich geht ja auch nicht, weil es eben Sticky Pistons sein muss. Verdammt! Ah, Mann. Das hatte ich so eine gute Idee, aber dann doch eher nicht so. Wir haben natürlich auch keine Schleimer irgendwie gerade in der Nähe, die wir mal so umboxen können. Ich hab noch das Holzbein. Das ist gut. Jetzt sprinte doch mal, du Affe. Mal ein paar. Ich glaube, vier reichen eigentlich, aber egal. Ein paar Tropenholz drin machen. La 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 la. Zack, zack, und das ist natürlich im Weg ein Brett. Da habe ich jetzt ein Brett vom Kopf gehabt. Mir fehlt normales Holz. Kann ja nicht wahr sein hier. Kümmern uns jetzt eigentlich auch erstmal nur ums Ausbauen und so. Und Ressourcen sammeln gehört hin und wieder mal dazu. Wir haben momentan sowieso genug gesammelt, als dass wir jetzt noch irgendwie sammeln müssen. Der Baum hier, gut, der ist ein bisschen falsch gesetzt. Der ist ein bisschen zu dicht hier dran. Deswegen lasse ich pflanze den jetzt auch nicht nach. Schade um den Baum, aber wir brauchen das Holz. So. Ne, das ist hoffentlich jetzt verständlich. Hab nichts gegen Bäume. Aber der war doch ein bisschen im Weg. So. Eigentlich müsste er wieder Tropenholz dran. Einfach der Richtigkeit halber. Ich habe jetzt zwar eine Axt gehabt, aber ich wollte jetzt nicht benutzen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Hier kommt sowieso noch. Ja, wenn ich
jetzt schon mal hier bin, also dann kann ich jetzt auch. Kann ich jetzt auch schon für die Sache gerade stehen und nicht krumm. Oh, hier das Holz müsste eigentlich auch weg. Die Axt. So. Kann hier wieder das Ding hier. Und das Zeug wird ersetzt durch das Tropenholz. Indem ich jetzt erstmal noch die Erde entferne. Und jetzt auch so einen schönen leicht braunen Ton hat. Ist ja auch verständlich. Ne? Es soll ja auch schön scheiße aussehen. Oh, und da sind wir natürlich direkt unter der Erde. Direkt an der Erde. Was auch sehr schlau ist. Naja, werde ich da jetzt einfach gleich noch eine Erdschicht dran ziehen. Macht ja nichts. Ja, da habe ich ja genug. Nur nicht übertreiben, ja. So. Ja, nur so ein bisschen natürlich wirken lassen. Als ob das Haus so an den Berg geschmiedet ist. Perfekt. Das gefällt einem auch schon viel besser. Und wir werden uns jetzt mal ins Bett hier legen, um zu schauen, wie es aussieht. Ah. Genau, pflanzt Erde in die Ecke, nur damit da nichts wächst. So, dann wünsche ich eine gute Nacht. Und ich werde gleich die Aufnahme unterbrechen. Wir sind jetzt schon bei einer Minute 27. Und ich habe gerade so ein bisschen Herzstechen und so. Ich bin halt alt, ich bin schon 16, da ist das Leben ja auch schon zu Ende. Boah, Alter, das tut gerade extrem weh. Ich halte sowas ja meistens aus, aber es ist gerade so extrem. Bin ja auch abgehärtet. Von den Schmerzen her bin ich abgehärtet durch die OP, die ich hatte. Ah, die Schmerzen, ey, das war grausam, kann ich nur sagen. Grausam. In den ersten Momenten haben nicht mal das Morphin gewirkt. Das war wirklich. Wünsche ich niemandem sowas. Es ist einfach nur schrecklich. Ich hätte ja so ein Korsett oder ein Corsage tragen können. Und ich habe auch erst gesagt, ja, ich mache es. Ich habe es hinterher doch nicht gemacht. Es ist demnach also meine Schuld, dass ich diese Schmerzen erleiden musste. Ist klar, es war auch mein eigener Fehler. Und falls jemand von euch sowas tragen muss und auch sowas hat, tragt es. Ich kann das wirklich nur sagen. Ich spreche da jetzt aus eigener Erfahrung sogar. Und mit der eigenen Erfahrung spricht es sich ja bekanntlich am besten. Und aus diesem Grund werde ich mich jetzt oben in die Glaskuppel stellen und die Aufnahme beenden. Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, es ist euch nicht so langweilig, hier das Haus auszubauen. Und ich wünsche euch nun eine gute Nacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit mir, SourceLike 3506. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Und ja, wir sehen uns entweder in der nächsten Folge oder gleich bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, gute Zeiten, schlechte Zeiten und auch alles, was dazugehört. Yay! Und bevor ich jetzt weiter so rumquatsche, beende ich jetzt die Aufnahme. Bis bald!